Tanzzeit Düsseldorf präsentiert. Einfach Tanzen Podcast. Dein Podcast für Tanz, Bewegung und Kultur. Herzlich willkommen beim Einfach Tanzen Podcast. Heute mit Tanzinspiration. Ich begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Folge des Einfach-Tanzen-Podcasts, deinem Tanzpodcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, in dem ich dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich wichtigsten Tanzthemen direkt in dein Ohr bringe, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, wie immer die Tanzlehrerin deines Vertrauens, und in der heutigen Folge möchte ich dich ein wenig hinter die Kulissen vom Einfach-Tanzen-Podcast nehmen, damit du dir noch mehr vorstellen kannst, was ich eigentlich so tue und wie ich die ganzen Themen finde, die ganzen Interviews finde, beziehungsweise die Interviewpartner, und vor allen Dingen, was für ein Aufwand das mittlerweile auch für mich genommen hat. Denn tatsächlich wird der Einfach-Tanzen-Podcast Anfang Mai ein Jahr. Und am Anfang habe ich mir das alles ganz anders überlegt. Nämlich, und wenn du nochmal zurück in die ersten Folgen reinhörst, dass ich so ein bisschen die Themen meines Blogs, meiner Blogposts aufgreife, ein bisschen spreche, sodass man die sich anhören kann, falls man nicht die Zeit hat, es zu lesen. Und das habe ich auch eine Weile gemacht. Das hat echt Spaß gemacht, mal davon abgesehen, dass ich die ersten Podcast-Folgen tatsächlich mehrere Male aufgesprochen habe, bevor ich die überhaupt senden konnte. Aber übrigens, ich habe ja noch gar nicht am Anfang gesendet, weil ich davon keine Ahnung hatte. Den Podcast gab es nur auf meiner Seite. Auf jeden Fall hat sich das Ganze ganz schön entwickelt und mir auch immer mehr Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, was für eine Bedeutung es tatsächlich hatte, wenn ich die Interviews gemacht habe für diejenigen, die ich im Podcast hatte. Das heißt, eigentlich für mich an sich hätte es gereicht, wenn ich weiterhin das auf meiner Seite gemacht hätte. Aber die Nachfrage war erstens da: Heidemarie, wo sendest du? Und zweitens habe ich gemerkt, was für eine Verantwortung es tatsächlich doch ist, den Tanz-Podcast zu haben. Ich wollte ja am Anfang eigentlich, als ich mich vorbereitet habe für die Tanzschule und mich selber weitergebildet habe, eigentlich einen Podcast zum Tanzen hören, um mich inspirieren zu lassen. Ich habe viele verschiedene Podcasts, die ich gehört habe, aber ich habe dann herausgefunden, dass es nichts, gar keinen Tanz-Podcast gibt. Es gibt irgendwie einen Podcast, der Tanz drin hat, aber irgendwas mit Musik zu tun hat, die ich nicht kenne, die ich auch nicht anhöre. Auf jeden Fall war für mich dann so die Idee gewachsen: Okay, Heidemarie, du willst ja auch was Besonderes auf deiner Seite anbieten. Das macht man jetzt so im Marketing. Allerdings war es mal so die Frage: Boah, will ich das? Kann ich das? In welchem Rahmen soll das sein? Und am Anfang habe ich ja mit einer Folge angefangen. Mittlerweile sind es zwei Folgen die Woche. Das ist tatsächlich wichtig geworden, einmal für dich als Zuhörer, denn einmal die Woche ist einfach zu wenig, das haben mir jedenfalls viele zurückgemeldet. Und auf der anderen Seite ist es auch so, ich habe mittlerweile so viel Anfragen, so viele Ideen für Interviewgäste und für Themen, dass ich das gar nicht anders machen könnte, als mit wenigstens 8 Folgen im Monat. Ja, sind ja 8 Folgen im Monat, wenn man 2 die Woche macht, und 4 Folgen war einfach zu wenig Platz für viele verschiedene Themen. Eigentlich, wenn es nach mir ginge, würde ich das tatsächlich 3-mal die Woche senden, weil ich echt zu tun habe, da auszusuchen, was wann wie kommt. Und der Sendeplan ist jetzt mittlerweile schon immer einen Monat im Voraus voll. Nicht alle Interviews sind in einem Monat vorher schon gesprochen, aber tatsächlich geplant und mit verbindlichen Zusagen und so weiter. Und es ist auch ab und zu mal so, dass wenn eine Folge sehr, sehr wichtig für mich ist oder mein Interviewgast, zum Beispiel die Folge jetzt von Herr H., der hat einfach ein Album, was sehr, sehr zeitnah rauskam oder kommt, dann schiebe ich immer noch mal etwas, weil ich möchte ja natürlich auch mit der Podcast-Folge helfen. Das ist ja die Medien seine Podcast-Folge, und deswegen orientiere ich mich auch ein bisschen daran. Und ja, wie komme ich sonst zu meinen Themen?
Es ist mittlerweile wirklich ganz schön, dass ich von der einen Folge zur nächsten komme. Das heißt, ein Interviewgast empfiehlt mich meistens einem anderen weiter oder gibt mir einen sehr, sehr, sehr wichtigen Tipp, was ich noch machen kann. Ich würde eigentlich noch viel mehr Einzelfolgen machen und mit dir über manche Sachen sprechen, aber mir fehlt echt dazu die Zeit. Das sind die Interviews mir einfach ein Stückchen wichtiger, weil ich dir auch diese ganzen Tanzthemen natürlich ans Ohr bringen möchte. Und zum anderen recherchiere ich nach wie vor noch so ganz solide selber, um manche Sachen einfach unbedingt im Podcast haben zu wollen. Herr Nah, zum Beispiel jetzt habe ich vier Monate war ich da dran, immer geschrieben, wo einen Termin gefunden und hin und her geschoben. Und dann hat er auch eine ganze Weile lang keine Zeit gehabt. Das kann eben auch vorkommen, weil so sehr beschäftigt mit den Neuaufnahmen von den ganzen Liedern von da gesehen. Ich bin da schon am Ball. Wie gesagt, die meisten Sachen ergeben sich jetzt tatsächlich auch von einem Autor der Folge zum nächsten. Und es ist für mich schön, weil ich merke, da ist der Flow da. Also das, was am Anfang war, es war so ein bisschen anstrengend, um die Folgen zu finden. Und jede Folge ist natürlich, das merkst du ja auch, eine Bereicherung für den Podcast. Die Themenvielfalt zeichnet sich dadurch immer noch mal mehr aus. Und es ist natürlich einfach so, dass jede Folge auch so ein bisschen Referenzfolge ist. Das heißt, es fällt mir, umso mehr Gäste natürlich da sind oder da waren, leichter an neue Gäste ranzukommen, wenn ich jetzt doch mal die Idee habe, noch jemanden reinzunehmen. Ich hätte zum Beispiel gerne mal jemanden von den Tänzern von Let's Dance da oder absolut total gerne, wenn du den Kontakt hast. Bitte schreib ihn mir, die Katja Convention, die total schön Kostüme macht von Let's Dance und Dancing on Ice. Und es gibt noch so manch andere, die ich gerne in meinem Podcast hätte. Und ja, da versuche ich einfach immer so dran zu bleiben. Was ist der Aufwand so an für sich? Also mal davon abgesehen, dass ich zweimal die Woche Interviews führe oder manchmal sind es auch vier, dass ich das schaue, gibt es dazu immer ein Vorgespräch und ein Nachgespräch. Meistens gibt es ein Nachgespräch, weil es einfach so interessant war, miteinander zu sprechen. Oder ja, ich mache ja immer noch wieder Telefon-Interviews, aber nach wie vor jetzt mittlerweile auch mit Zoom. Der Vorteil davon ist halt einfach, dass man sich sieht. Man hat sich wirklich so quasi getroffen. Es gibt aber ein paar Interviewgäste, die sind mit Zoom nicht vertraut und die wollen einfach das so ganz klassisch haben am Telefon. Das mag ich auch sehr. Und dann ja, recherchiere ich meistens für die Anmoderation. Dann haben wir das Interview. Das geht, ja, das hörst du ja immer, wie lang, so zwischen eine halbe Stunde und eine ganze Stunde tatsächlich. Ein Vorgespräch findet immer statt. Manchmal machen wir das direkt davor, manchmal aber auch ein paar Tage vorher. Und dann nehmen wir das Interview auf und meistens schwatzen meine Gäste und ich immer noch hinterher, tauschen Sachen aus. Und das ist dann richtig, richtig spannend und ja, erweitert natürlich das eigene Netzwerk, meins wie das meines Gastes. Und mittlerweile, seit diesem Jahr mit den zwei Folgen in der Woche, habe ich jemanden engagieren können, der die Postproduktion größtenteils übernimmt. Darüber bin ich sehr, sehr froh. Ist ein ganz, ganz toller, schlauer Mann, der auch mit Tanzen viel zu tun hatte und natürlich die technischen Voraussetzungen mitbringt. Und das ist eigentlich jetzt so der springende Punkt, warum ich dich auch ein bisschen mitnehme in diese ganzen Sachen, bis es dann gesendet wird und du anhörst. Ist halt einfach mittlerweile viel Arbeit damit verbunden, die ich ja neben der Tanzschule, die ich eigentlich leite, der Tanzzeit mache. Und ich merke, oh, das macht mir so viel Laune und trotzdem nimmt mir das auch so einen Raum mittlerweile ein, der definitiv immer von meiner Freizeit abgeht. Aber die Liebe zum Tanzen ist halt einfach so groß. Wenn ich das mit dir so bespreche, dann merke ich auch wieder, wie das mich selber so berührt, dass ich halt einen weiteren Weg gefunden habe, neben dem Tanzunterricht, den Workshops und auch Coachings und Fortbildungen. Und ich habe ja sogar ein Webinar in Vorbereitung für die Tanzlehrer, die neue Inspiration brauchen bzw. neue Tanzlehrer werden, dass ich tatsächlich jetzt dich um ein Crowdfunding bitte. Das heißt, wenn du Lust hast, mich zu unterstützen und ich dadurch meinen Mitarbeiter bezahlen kann, der mir fleißig hilft, dann schick mir doch einfach über PayPal, die Adresse findest du in den Shownotes,
doch dein Beitrag, den du geben kannst. Wenn es schon 20 Leute sind, die 5 Euro mir schicken, dann komme ich auf jeden Fall schon wieder einen ganzen Monat weiter, den mein Mitarbeiter kriegt. Ist nicht ganz der Betrag, aber tatsächlich spendiert die Tanzzeit gerade komplett den Podcast. Und ich würde mich super, super freuen, wenn es ein paar Menschen gäbe, die mich ein bisschen unterstützen und dadurch machen, dass der Podcast einfach weiterhin das Tempo hat, die Qualität hat und natürlich die Postproduktion weiterhin in fremden Händen liegen kann, weil ich schaffe es einfach nicht mehr neben den Interviews und den Vorbereitungen dazu. Und ich schreibe ja auch oft E-Mails erstmal, bevor das Ganze losgeht. Das heißt, mindestens habe ich 3-4 Mal hin und her geschrieben, manchmal auch schon angerufen, dass das weiter ein bisschen outgesourced werden kann und dadurch die Qualität vom Podcast gewährleistet bleibt. Das heißt, ja, unterstütze mich, ich würde mich mega freuen. Teile auf jeden Fall den Podcast weiter, dass es noch mehr Menschen hören können. Und schreib mir dein Feedback zu den Folgen. Schreib mir auch sehr, sehr gerne, wenn du jemanden hast, der ja für den Podcast passt, neuer Interviewgast oder eine Empfehlung, die du für mich hast. Über all das freue ich mich mega, denn der Tanzpodcast soll einfach immer, immer geiler werden, immer bessere Qualität haben und vor allen Dingen dir einen hohen, hohen Mehrwert bringen. Ich mache den Tanzpodcast nur für dich. Für dich ganz alleine, der es gerade anhörst. Und ich gehe davon aus, dass du das Tanzen genauso liebst wie ich. Und ja, manchmal ist es einfach so auch schön, etwas über das Tanzen zu erfahren, über andere Themen, über einen eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Und nicht nur mit den Beinen zu tanzen, sondern mit dem Herzen, mit dem Kopf. Und dazu, finde ich, gehört einfach ein Tanzpodcast. Ich wünsche dir eine ganz wunderschöne Tanzwoche. Denk dran, tanz immer schön aus der Reihe. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder mit meinem nächsten Interview.